So, hallo, der tägliche Wahnsinn, in Form von Wördel. Ich bemühe mich schnell zu sein, wollte ich sagen. Yo, in zwei Guesses, wir dürfen auch mal Glück haben. Das war's aber wahrscheinlich jetzt heute auch schon wieder mit dem Glück. Gucken wir mal. Wenn wir mit F starten, fällt mir spontan Force ein. Das ist doch ein schönes Wort. Zack. Wow, da haben wir auch, naja, fast überall was mitgenommen. Okay. Dann wäre jetzt Coins allerdings nicht so günstig, weil das O kommt nur einmal vor und wäre eher an der zweiten Stelle, also. Und C hätten wir auch schon weg. Oh Mist, was ist jetzt mein zweites Wort? Jetzt habe ich Coins mir verbaut. Wir bräuchten noch... E kann man gerne doppelt verwenden. E könnte man gerne doppelt verwenden. R könnte man fast auch nochmal verwenden. A muss ich einbauen. Oh, wir nehmen das Brot. Das hatte ich gestern, glaube ich, als Start, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, das war gar nicht so schlecht. Okay. Dann jetzt noch was mit I und U am besten. Ja, komm. Ist zweimal das P drin, aber ist jetzt egal. Zack, ab dafür. Okay. Haben wir irgendwo schon Buchstaben, die uns was nützen? E, A, D, L. Also da fehlt nur noch der vierte Buchstabe. O, R, A ist noch nicht so krass. P, R, U ist auch noch nicht so krass. Ja, das I ist ganz stabil. U, E liegt fest und R gibt es auch noch. R, A, D, R, E, A, D, F, R, E, I. Okay, da ist noch nicht so ganz das Wahre. Dann würde ich doch fast sagen, machen wir noch ein Wort, bestehend aus Dingen, die vorkommen, die wir vielleicht woanders hinsetzen wollen. Ich kann ja mal where probieren. Das R ist, glaube ich, bisher selten. Das ist noch überhaupt nicht an der vierten Stelle gewesen. Ja. Und dann haben wir gleich noch eine zusätzliche Stelle für das E zum Testen. Wir haben das W drin, wir haben das H drin. Aber wobei, das E hat man in der Mitte schon. Das ist eigentlich gar nicht so. Aber das E ist nochmal hinten zum Testen. Ah, da hatten wir es auch schon. Ja. Ja, where ist jetzt nicht so geil. Lass nochmal zurückziehen, das where. Oh, wir können mal den Ghost machen. Da haben wir vier Buchstaben, die wir noch nicht getestet haben. Okay, jetzt das I hat jetzt drei Buchstaben mehr dazu bekommen. Das ist stark. Und wir haben jetzt, okay, wir haben jetzt richtig viel. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Wort 7 könnte ich mir Trade vorstellen. Yes. Okay, das hat bei den anderen auch nochmal gescheppert. Jetzt haben wir bei Wort 8 F, R, E, I. Wobei das F das Startding ist. Kann ich daraus schon... Ja, es gibt ein paar Ideen, aber wir warten mal noch. RAD ist bisher noch das einzige bei 7. Bei 6 bleibt es so. Okay, THIS haben wir schon. Dann haben wir PURS. Also bei den meisten haben wir vier Buchstaben. Oh, jetzt aber beim ersten haben wir alle. Und zwar E, A, D, L... Ach nee, und E. Ja, okay. Gut. Es hört mit E auf. Das A kann nur an erster oder zweiter Stelle stehen. Sagen wir mal, wir starten mit A. Ich meine, Adele wird jetzt kaum, ne. All. Das ist irgendwie auch komisch. Ich bin noch ein bisschen überfragt, wo das, was da hinkommt.
EADL. E ist ganz hinten. Okay, wir müssen ja nicht mit A starten. Wir können ja auch mit D starten. Dann kommt das A hier hin. Dal. Keine Ahnung, gibt es Dalve? Oder, oh, ich habe hier gerade Probleme. Hilfe. Nehmen wir eigentlich auf? Ja. Jetzt nicht schon wieder Quatsch mache. Dal. Dalje. Dels. Oh, nee, keine Ahnung. Also, das kommt mir alles unbekannt vor. Dalne. Dalm. Nee. Okay. La. Irgendwas La. Ah, nee, das D müsste jetzt kommen. Ladier. Keine Ahnung, nee. Nee, so auch nicht. Ich würde fast sagen, der unbekannte Buchstabe ist der erste und dann kommt das A und dann kommt ja, warte mal. Es darf ja kein D an der zweiten Stelle, an der vierten Stelle sein. Also wenn das, oh, stimmt. Wenn der unbekannte Buchstabe der erste sein sollte, das A ist der zweite Buchstabe, was es sein muss, dann muss das D der dritte Buchstabe sein. Dann hätten wir irgendwas Adle. Adle. Was gibt's denn da? Gibt's Nadle? Nadel? Keine Ahnung. Gibt's Mädel? Gibt's Kadle? Wüsste ich auch nicht. Hätte ich auch noch nie gehört. Gibt's Fädel? Nee. Jädel? Nee. Sädel? Also, das kenne ich alles nicht. Glaube ich nicht, dass es das ist. Okay. Na, lass mal das erstmal noch. Da tue ich zu viel rumwurschteln. Gehen wir mal in den letzten, ins letzte Wort. F. Jetzt kommt kein R. Es könnte jetzt ein E kommen. Jetzt kommt immer noch kein R. Gibt es Fenir? Nein, gibt es. Oh, das I darf gar nicht an der Stelle sein. Oh, das ist interessant. Dann müsste das I jetzt kommen. Und jetzt kommt dann das R. Also das R kommt dann. Ah, doch, jetzt könnte das R oder auch danach könnte das R kommen. Ja, das ist noch ein bisschen komisch, was ich da mache. Oh, ich hab. Nee, Friend geht nicht. Oh, ich hätte da eine Idee. Vier. Ah, nee, das geht nicht auf. Solche Wörter gibt es nicht, ne? Oh, Fury. Ja, okay, komm, wir testen das Y. Okay, FI starten wir. Hat es jetzt irgendwas irgendwo gebracht? Ja, okay, wir haben da aber jetzt dürfen wir nichts mehr raten. Das ist das Problem. Wir dürfen jetzt nichts mehr raten. Oh, aber es hat das Airy beim fünften Wort hat es ordentlich reingesammelt. Und das Y haben wir gewonnen beim sechsten Wort. Okay, interessant. Sehr interessant. Aber ich darf jetzt nicht mehr. Okay, Moment. Das R haben wir auch gewonnen, weil das R muss jetzt ja. Entschuldigung, das R muss jetzt ja an der letzten Stelle sein. Und wenn das R an der letzten Stelle. Entschuldigung. Sein muss. Dann haben wir noch das E, was dahinter. Also was davor ist. Also viel irgendwas R. ER. Ich glaube, Fiverr gibt's, ne? Jetzt hoffe ich, dass es nichts anderes gibt. Gibt es Fein. Oh, Feiner gibt es natürlich auch. Scheiße. Okay, wenn jetzt einer von beiden falsch ist, bin ich verloren. Das ist schlecht.
Das ist schlecht. Ich sehe dafür spontan Query. Query sehe ich spontan, ist nämlich das Wort Nummer 5. Was anderes kann es eigentlich gar nicht sein. Query. So. Problem ist, es hat mir nichts geholfen und ich muss da drüben immer noch zwischen N und V mich jetzt entscheiden. Oh, da geht noch mehr. Fixer gibt's auch. Oh, scheiße, es sind schon 3 Buchstaben. Gibt es Pfizer? Nein. Fever? Nein. Okay. Okay, also es ist N, V oder X. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das wird bis zum Ende mein Ratespiel bleiben. N, V oder X. Scheiße. Außer ich krieg irgendwo das N und das V unter noch. Aber da sehe ich schwarz gerade. Da sehe ich gerade ziemlich schwarz. Okay, lasst uns mal ins Wort 6 gehen. DY hören wir auf. A und R kommt noch vor. R muss allerdings am Anfang sein. Wir müssen mit R starten. Dann muss das A kommen. Und dann kommt jetzt... Okay, das kann nur Randy. Das kann eigentlich nur Randy sein. Und dann hätten wir das N kontrolliert. Randy gibt's nicht. Rekti gibt's nicht. Raydi gibt's auch nicht. Ravdi gibt's auch nicht. Rex, die gibt's auch nicht. Ja, das kann nur Randy sein. Und dann haben wir das N kontrolliert. Und das N ist dabei. Wir haben Feiner da drüben. Okay, gleich rein damit, bevor noch irgendwas schief geht. Zack. Okay. Ja, so Stück für Stück helfen ja alle Wörter hier zusammen mit. Sehr gut, dass wir das N über Randy bekommen haben. Das war stark. Das war stark. So. Okay. Wir haben übrigens durch Randy jetzt auch das A festgelegt bekommen bei dem ersten Wort. Das A ist tatsächlich an zweiter Stelle, wie ich es fast schon vermutet hatte. Okay. Okay. Aber da ist noch, irgendwie ist da noch zu viel, weiß ich noch nicht, was da rauskommt. Wir lassen das mal noch aus. Wir haben nämlich R, U, N, S, P. Wir haben, okay. Wir haben alles für das Wort 3. Wir müssen es nur in die richtige Reihenfolge bringen. R ist an der Stelle. Kann ich noch ganz viel sonst ausschließen? Ja, so viel kann ich nicht ausschließen. Okay, lass mal mit U starten. Jetzt darf kein R kommen. Ein P könnte jetzt kommen. Aber das wäre ganz komisch. Nein. Das R an der 4. Stelle. Gibt es Spuren? Ich tripp's mal ein. S, P, U, R, N. Das Wort gäbe es. Entschuldigung. Spuren. Oder Spurn oder wie auch immer. Gibt es eine andere Kombination von S, P, U, R, N, wobei das R an der 4. Stelle ist, ist die Frage. Ich denke nicht. Wir nehmen Spurn. Nice. Oh, das hat mir das S festgelegt im Wort daneben. Da haben wir jetzt S, I. Okay, S, I. Dann gibt es noch TH, aber das T darf nicht ganz hinten sein. Ich würde fast sagen Sith, aber dann? Nee. Sixth, das gäbe es mit X. Sixth. Das wäre möglich. Gibt es noch eine andere Kombination? Nee, ich glaube nicht so, oder? Siths, Simph oder Siths? Nee, also das kann ich mir, da sehe ich keine andere Kombination. Wir nehmen 6. Ganz ehrlich, wir nehmen einfach das. Es ist möglich, warum nicht? Und ich will jetzt nicht noch ewig lang hier rumwurschteln. Rein damit. Nice. Hat mir leider bei den anderen nichts gebracht, also kein X oder so. So, jetzt müssen wir uns festlegen, langsam bei dem ersten Wort. Aber wir gucken uns nochmal das zweite vorher an. R
ist ja schon hinten. A ist schon an der zweiten Stelle. Wir wissen nur, dass noch ein O vorkommt. Und mit dem O würden wir jetzt eher nicht starten. Wenn wir mit dem O aber nicht starten, dann muss das O vor dem R sein. Okay, dann hätten wir A irgendwas OR. Okay. Was könnten das sein? Major, der Bürgermeister. M, A, J, M und J sind noch nicht draußen, die haben wir noch überhaupt nicht getestet. M, A, J, O, R. Ja, bitte sei richtig. Nice. Okay. So. Jetzt haben wir so viele Buchstaben ausgeschlossen, jetzt werden wir es doch noch hinkriegen, das erste Wort zu schaffen. Stück für Stück arbeitet man sich hier voran. Also. Wir könnten mit D starten. D, A. D, A. Zwei Buchstaben, die ich noch nicht weiß. Aber es gibt noch ein L. Und dann kommt es eh ganz am Schluss. Ich meine, gibt es Dadle? Oder Dalde? Ah, ne, D darf nicht an der vierten Stelle sein. Oder gibt es Ladle? Das gäbe es, dann nehme ich das. Ganz ehrlich, dann nehme ich das. Ist mir egal. Passt. Puh. Okay. Okay. Ja, das war interessant. So, dann lasst uns schnell wieder hier in die anderen Dinge reingehen. Oh nee, Otakle machen wir später. So. Wir starten wieder mit Force. Nee, wir starten nicht mit Force. Wir starten mit... Mit Finde? Nimmt er Finde als Wort? Schade. Nee, geht nicht. F. Ich meine, mir fällt Zeug wie Feuer ein, aber es sind halt zwei E drin. Ach komm, ganz ehrlich, egal. Vielleicht hat es heute ja zwei E. Das Wort hat halt wirklich zwei E. Ja, okay. Es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, aber kein F. Vielleicht hat es auch noch ein drittes E und es ist einfach leer. Ah ne, R kann es nicht sein. Es ist... die Lene. Genau die ist es. Okay, das E ist tatsächlich da hinten. Tja. Kein H. Da ist ganz viel raus, wie zum Beispiel die Sehne, die ist auch. Und das N ist ja auch raus. R ist auch raus. Ich überlege, ob es was mit Ette gibt. Rette, aber das ist raus. Kette! Kette ist noch drin. Schade. Keine Kette. Delle? Nee. Welle? Nee, L ist ja raus. Welle? Nee, L ist ja raus. Meppe? Mob? Nee, es muss ja E sein. Ah, es könnte auch ein EI sein. Die Seife? Nee, Seife ist auch schon. SSF raus. Seide? Seide wäre noch denkbar. Seide. Ah, okay, ein I ist tatsächlich am Start. Aber kein SD. Ah, mühsam hier.
Geige. Okay, Geige wäre noch möglich. Komm schon. Komm schon. Nein! Es ist Eige. Eige. Aber welches Eige? Beige. 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 Es ist beige. Gibt's was anderes? Peige? Zeige? Weige? Es muss beige sein. Yes! Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp, aber da gab es echt viele Möglichkeiten. Okay. Wir gehen wieder in Force. Force. Oh, da haben wir... Oh! Gut. Guter Start. Guter Start. So. Dann können wir... Low... Loose. Wir können Loose ausprobieren. Warum nicht? Okay, kein Loose. Also auch vor allem keine 2O. Was würde noch so gehen? Wump würde gehen. Schreibt man das so? Nein. Ah, so schreibt man Wump, ne? Ups. Bombe. Okay, ein M ist am Start. Okay, Mo. 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 Muss ja auch kein Mo sein. Kann ja auch O irgendwas Möss sein. Ich weiß nicht, ob es solche Wörter gibt. So Tume, keine Ahnung. Gibt es das? Nein. Schade. Oh, das M irritiert mich schon wieder. Es ist entweder am Anfang Mo. Aber dann? Mein Motte ist ja kein deutsches, kein englisches Wort. Ich wollte schon sagen, aber das M ist tatsächlich am Anfang. Okay. Wie gesagt, der Motte jetzt angenommen, das ist kein englisches Motte, ein englisches Wort in irgendeiner Variante. So. Mo, irgendwas E. Puh. Moi. Nee. Moine sehe ich nicht, kenne ich nicht. Mo. Ich sehe es halt wieder nicht. Ah, oh, ich hasse das, wenn ich das nicht sehe. Oh, Mau. Mau. So Maus in die Richtung, aber das S ist weg. Gibt's was anderes in der Richtung, kann ich noch bauen kann? Keine Ahnung, gibt's Muge, Mautsch? Muke. Hätte ich, also wenn es das gäbe, hätte ich es noch nicht gehört. Nee. Mann, oh, ich bin schon wieder. Oh.
Da habe ich jetzt schon wieder kein Glück hier. Was mache ich jetzt denn? Boah, das ist nicht so leicht. Monke? Schade. Monde, gibt's das? Nein. Mon. Monde, aber das ist. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja eigentlich. Mond wäre ja eigentlich Französisch. Die Welt. Okay, jetzt wird's kritisch. N ist raus, D ist auch noch raus. Boah, ich weiß es nicht. Mocke. Moke. Mope. Move. Gibt es Mocke? So? Nein. Schade. Gibt es Mogge? Mocke? Moppe? Moxe? Hätte mich auch gewundert. Moke wird es auch nicht geben. Was soll das sein? Warum sollte es sowas geben? Mo. Ich habe keine Ahnung. Boah, ich gebe auf. Oh! Okay, hätte man drauf kommen können. Hätte man drauf kommen können, Movie. Na gut. So, Force. Dann nehmen wir gleich den Movie mit rein. Okay, dann nehmen wir noch das Brett. Okay, bisher noch nicht so stark. Wobei doch eigentlich, das erste Wort hat schon 4 Buchstaben gewonnen. Dann nehmen wir noch mit rein den Ghost. Okay. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, dann probieren wir jetzt mal für das Wort unten, also für das vierte Wort, Stomp. Stomp könnte ich mir gut vorstellen. Stark. So, B und T haben wir da oben und das war's. I, D haben wir da drüben, das war's. Und da oben haben wir M, I, T, A, D. Sehr schön, da haben wir alles. IT liegt schon fest. Muss ich nur noch MAD festlegen. Wir starten nicht mit M. Admit. Admit würde Sinn ergeben. Rein damit. Sehr schön.
So. Tja, jetzt müssen wir die anderen rausfinden. B und T liegt da oben zumindest schon mal fest. Das ist doch schon mal was. Und aber noch kein. Okay. Der Punkt ist, da oben ist noch kein Vokal bisher gelandet. Dann kann es ja nur das U sein, weil irgendein Vokal muss ja reinkommen. Es ist kein E drin, es ist kein A drin, es ist kein I drin, es ist kein O drin. Dann muss das U irgendwie da drin vorkommen, da oben. Wie kriege ich ein U da unter? In B und T. Bland. Sind alles Wörter, die wir noch nicht hatten. Buchstaben meine ich natürlich. Yo! Yo! Okay, vorletzter Guess. Was kann da rein? Bla, irgendwas, T. So viel kann doch da gar nicht rein. TT, Blut. Blult. Blu und dann T. Also so viele Wörter kann es doch da gar nicht geben. Blut kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. YT kann ich mir auch nicht vorstellen. XT kann ich mir auch nicht vorstellen. ZT eigentlich auch nicht. WT kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay, welcher Buchstabe kommt denn dann da rein? Welchen habe ich denn jetzt nicht gedrückt? Welchen Buchstaben habe ich denn jetzt nicht gedrückt? Also ernsthaft. K habe ich gedrückt. L habe ich nochmal gedrückt, also kein zweites L. U habe ich auch nochmal gedrückt, kein zweites U und auch kein zweites T. Und B ist auch nicht doppelt. So, also keiner von denen, die da sind, ist doppelt. So, dann haben wir K, J, Y, X, Z, W, Q. Welcher? Hä? Sehe ich? Hä? Ich gehe jetzt nochmal alle Buchstaben durch. Q, T. So ist es nicht. W, T. Ist es nicht. Z, T. Ist es nicht. X, T. Ist es nicht. Y, T. Ist es nicht. J, T. Ist es nicht. K, T. Ist es nicht. So, alle von denen, die wir noch nicht benutzt haben, sind es nicht. Jetzt kann ich nur noch die doppelt benutzen, die ich schon habe. Also das B nochmal. Blubbt. Ist es nicht. Blult. Ist es nicht. UUT. Ist es nicht. TT. Ist es nicht. Hä? Ist hier ein Fehler? Ich hab doch jetzt alle Buchstaben durch. Bin ich blind? Habe ich irgendeinen Buchstaben nicht benutzt? Also R, das ich habe das R nicht, ich habe das R nicht gesehen. Ich habe das R nicht gesehen, dass ich das R benutzen muss. Ich habe das R nicht gesehen. Da ist ein gelbes R. Das hätte ich hätte das NT gar nicht. Oh. Kein Kommentar, danke. Okay, und dann ist da unten kein D. Würde Sinn ergeben. Bitte ja, bitte ja. Komm schon. Gib mir den Sieg. Gib mir den Sieg. Mist! Ja, ich habe leider den einen Guess verraten. Den einen, den Blunt, den habe ich einfach verhauen. Den Blunt hätte ich nicht machen sollen. Ach, ich habe das scheiß R nicht gesehen. Fuck. Ja gut, ich habe das R nicht gesehen. Machst du nix? Mein Fehler. Okay, Nördel. Nördel, 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 Nördel. Sind wir bei 36 Minuten? Eieieiei. 3, nee. Hier, Delete. Ich will wieder alle Rechenzeichen drin haben. Minus 2 mal 3 plus
7 ist 1. So. Okay, wir haben ein Plus. Wir haben eine 2 und eine 3. Kein Mal, kein Minus. Keine einstellige Zahl als Ergebnis. Hm, da ist noch viel möglich. Aber dann machen wir doch gleich mal 23 plus. Ja, jetzt machen wir halt irgendwas, was geht. 34 geht schon nicht, weil dann kommt was mit 7 raus, stabil. Plus 38 ist gleich 51 geht nicht, stabil. Plus 39, hups. Plus 39 ist gleich 52. So, das wäre grundsätzlich eine Möglichkeit. Nein, nee, die 3 darf da nicht stehen. Kommando zurück, da darf keine 30 stehen. Weil dann machen wir halt eine... Och, ist ja eigentlich egal, eine 45... ist gleich 68, so. Haben wir noch ein paar Zahlen kontrolliert. Also aktuell ist alles erlaubt. 2 ist drin, 3 ist drin, 2 ist nicht an der Stelle, wo sie nicht stehen darf. Es ist Plus, vor, Plus kommt vor. Ja, wäre komplett denkbar so. Okay. So, wir haben eine 20er-Zahl, aber keine 23. Dann machen wir doch mal 28 plus. Jetzt kommt irgendwas mit einer 5. Die 3 ist also im Ergebnis hinten an der einer Stelle. So. Plus welches 5 kann ich machen? Ich könnte plus 25 machen. Dann wäre das Ergebnis 53. Wäre aktuell nicht verboten. Ist noch eine andere Option möglich, ist die Frage. 28 plus. Hätte ich auch 55 machen können? Ja, weil dann hätte ich 83. Wäre aktuell auch nicht verboten. Also jetzt können wir erstmal hier nur weiter raten. Das ist ein Ding, das ist auf jeden Fall, was ich jetzt hier mache, ist auf jeden Fall möglich. Und nichts davon ist ausgeschlossen. Ja, nichts davon ist ausgeschlossen. Insofern, let's go. Okay. Es ist keine 25, es ist dann die 55, wie ich es gerade sogar gesagt habe. Ärgerliche Momente. Aber gut, dann ist es eben 83. So, okay. Aber ich würde jetzt fast sagen, hätte ich nicht drauf kommen können, ohne weiter zu raten. Weil das, was ich da oben gemacht habe, wäre genauso möglich gewesen. Dass es eine 2 nicht doppelt gibt, haben wir auch noch nicht ausgeschlossen gehabt bisher. Also, das wäre denkbar gewesen. Okay. So, Global. Global Go. Okay. Zack. Wir müssen mit F starten. Oh, Franz bietet sich natürlich an. Richtig. Okay, da haben wir direkt eine Farbe. Dann bewegen wir uns mal in Richtung Belarus. Okay, wird wieder dunkler. Dann bewegen wir uns in Richtung Portugal. Wird heller, wollte ich sagen. Okay. Dann würde ich wahrscheinlich hier runter in die Richtung gehen. Bewegen wir uns in Richtung Marokko. Mit K. Mann, wie schreibt man das? Marokko. Hallo? Komm, wir machen erstmal Tunesia. Ist auch egal. Tun. Okay, Tun kann er sich merken. So, da sind wir jetzt ein bisschen farbiger. Wie heißt denn das Ding? Heißt es nicht Marokko? Bin ich jetzt wieder dumm? Da nicht irgendwo Marokko? Marokko? Warte mal, Mar. Mar will er nicht. Maro. Marok. Marok. Mag alles nicht. Ach, leck mich doch. Aber es ist auch noch nicht so richtig dunkel.
Weil wir können mal Egypt probieren, aber ich glaube, Egypt ist zu weit drüben. Ja. Egypt ist zu weit drüben. Wir sind schon hier unterwegs. Dann können wir mal Niger probieren. Das ist da. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, geht es hier weiter runter oder sind wir hier? Okay, wir hängen. Oder sind wir hier dazwischen? Was ist denn das? Ach, das ist von France. Ja, stimmt. Sind wir hier dazwischen? Das ist jetzt die Frage. Ah. Okay, lass mal Algerien probieren. Wie schreibt man das? Algerien? Ah! Das ist wahrscheinlich genau dieses Eck hier. Ich muss nachschauen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie es heißt. Mali. 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 Ja, es ist Mali. Okay. Gut. So. Dann. F-Pokémon aus Gen 5 oder 6 am besten. Mit signifikanten Werten. Ach hier, 1 Meter 110 ist doch ganz gut. Also 1 Meter und 110 Kilo und Grasstahl ist auch schon mal ganz gut. Sind zwei Typen weg. Let's go. Okay. Gen weiter runter, Gewicht weiter runter, Höhe weiter runter. Das heißt, wir können weiter mit F machen. Gehen wir in Gen 3. Ja, dann gucken wir gleich mal, ob es ein Single-Type ist. Nö. Zack. Wir sind in Gen 3. Okay. Wir sind leichter als 7,4. Das ist eine Nummer. Und wir sind zwischen 1 und 0,6. Ja, das ist doch auch gar nicht so viel, was noch möglich ist. Gibt es noch ein F-Pokémon von Gen 3, welches diese Bedingungen erfüllen würde? Es ist kein Single-Type. Damit sind die ganzen Cast-Forms raus. Und dann sind wir aus Gen 3 auch schon raus. Okay, kein F. F ist vorbei. Dann geht's wieder los mit Q. Kein Gen 3. W. 9,5 ist schon zu schwer, ne? Wir müssen unter 7,4 landen. Yo, das ist super leicht, dieses Ding. Wenn ich jetzt halt die Pokémon wüsste, die es in Gen 3 gibt. Dann könnte man da auch mit arbeiten, ohne das so rumzusuchen, aber es ist halt so. Okay, kein W. E. E. Ne, auch kein E. R. 6,6 ist leichter, aber es ist zu, das ist zu klein. Das ist ärgerlich. Das ist leider zu klein. Das ist auch zu. Also sind die wieder die Cast-Forms. Die müssen halt super leicht sein. Ja, ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Also durch das Gewicht, durch dieses super leichte Gewicht, habe ich echt viel Ausschluss. Sehr viel Ausschluss. Gewicht würde passen, aber Höhe nicht. Und wir sind schon raus aus Gen 3. Was hatte ich gerade? T, dann kommt jetzt Z. Ja, wir sind schon raus aus Gen 3. U. Gar nichts mit Gen 3. I. Ist Single Type raus. O. Sag mal, was für Buchstaben hat Gen 3 überhaupt? P. Was zur Hölle? Ja, ist schon wieder vorbei. Stark. Ü ist keins, ne? Nee. A. Da waren die ganzen Alolan-Viecher. Deswegen ist es noch nicht Gen 3. Da geht's los mit Gen 3.
Alles zu schwer. Alles zu schwer. Das Gewicht ist echt, also das Gewicht ist super zum Ausschlussverfahren. Holy moly. S. Da geht's los mit Gen 3. Alles zu schwer. Alles zu schwer? Da haben wir was. Bug Ghost Shedinja. Ja. Ja, Shedinja ist gut. Shedinja ist gut. Komm, Shedinja ist es. Oh, wir haben aber den richtigen... Okay, es ist sogar ein Käfer-Pokémon. Vielleicht hat Shedinja eine Entwicklung. Und wir sind beim genau richtigen Höhe. Also 0,8 ist die richtige Höhe. Okay, vielleicht hat Shedinja eine Entwicklung. Lass nochmal zu Shedinja wechseln. Nee, Shedinja hat leider keine Entwicklung. Aber jetzt muss ich nur noch nach 0,8 gucken. Und nach Käfer. Yo. Das wird immer verrückter hier. Okay, damit sind wir hier raus. Keine Shedinja-Entwicklung. Außer Shedinja hat eine Entwicklung, die nicht mit Shedinja heißt. Ich gucke jetzt mal, ob Shedinja eine Entwicklung hat. Also, Gen 3 beginnt bei 250. Oder halt 252, wenn man so will. Shedinja, wo bist du? Ich gucke jetzt bewusst nicht auf die Typen, ich gucke nur auf die englischen Namen hier. Jetzt müsste es langsam kommen, weil wir bewegen uns schon Richtung Gen 4. Shedinja? Habe ich dich überlesen? Ich habe Shedinja überlesen. Schwierige Momente. Da. Shedinja, okay, das hat keine Entwicklung. Ninja-Turm. Nee, das hat leider keine Entwicklung. Aber es hat eine Vorentwicklung, Ninjask. Ninjask. Ninjask, komm zu Papa. Ninjask, 0,8, 12. Oh, es ist zu schwer. Ninjask ist zu schwer, schade. Hätte gut sein können. Gut, dann gehen wir zurück zu S. Also muss ich unter Shedinja weiterschauen. Und wir brauchen Bug als ersten Typen. Bevor ich Bug nicht finde, brauche ich gar nicht weiter gucken. Und dann muss es 0,8 auch noch sein. Jo, das kann jetzt ja nur noch ein oder zwei Pokémon, können ja nur noch passen. Okay, ganz ehrlich, da gehen wir jetzt über die Liste. Das jetzt mit Namen machen ist Quatsch. Wir suchen Käfer. Wir suchen einen Käfer-Pokémon, welches 0,8 hoch ist. Was ist mit Ninkada? Okay, lass mal Ninkada gucken. Aber ich glaube, Ninkada ist zu klein. Ninkada sieht mir zu klein aus. Ja, ist 0,5. Das war nix. Gut, kein Ninkada. Was ist denn noch Käfer? Geweiher, Surskit, Käferwasser. Aber Wasser ist schon raus. Maskerain können wir mal ausprobieren. Maskeregen. Sieht auch relativ leicht aus, tatsächlich. Okay. Oder hatten wir Wasser schon draußen? Ja, Wasser ist draußen. Okay, Maskeregen. Ja. 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 Also, ich würde sagen, das ist es. Nee, wir haben Flying. Nee, Flying ist noch drin. Alles gut. Yeah, let's go. Jawohl, du bist es. Sehr schön. So, was haben wir jetzt noch? Ganz schnell. Oh Gott, 50 Minuten. Soll ich noch in Otakle gehen? Ach komm, wir gehen noch in Otakle. Scheiß drauf. Wir gehen noch in Otakle und versuchen wieder Charaktere rauszufinden, die ich noch nie gehört habe. Okay, wir fangen mit F an. Fiore. Wobei Fiore eigentlich... Ich habe jetzt an Fairy Tail gedacht. Fiore ist ja eigentlich gar kein Charakter, sondern die Stadt oder das Land. Aber ja,
scheinbar zählt's. Also vielleicht geht es auch nicht über Fairy Tales, sondern es heißt jemand wirklich Fiore. Kann ja sein. So, I und E haben wir gewonnen. An der richtigen Stelle sogar. Interessant. Interessant. Keine Ahnung, gibt es einen Charakter, der Pille heißt? Schade. Gibt es einen Charakter, der Pische heißt? Schade. Gott, welche Charakter könnten das denn sein? Gehen wir mal so ein bisschen Pokémon durch. Nee, Quatsch, Pokémon. Games durch. Ich tue mir echt schwer, auf Anhieb irgendwelche Charaktere mir aus den Fingern zu saugen, ne? Muss ich ja echt gestehen. Gibt's Dicke? Dick, also Dicke ist doch ein Name. Oh, oder nicht? Dill? Dill ist auch keiner. Gibt es kein Spiel oder kein Anime, wo einer Dille heißt? Kann ich mir nicht vorstellen. Ditte? Ist auch nicht. Ditsche, Diche? Ist auch nicht. Was ist das denn hier? Ki. Kiefe, das könnte ein Name sein, den es gibt. Ja, okay, kein zweites E, kein V, kein K. Schade. Ki. Ippe. Itte. Hille. Hilte. Okay, es ist... Ich weiß nicht, ich bin irgendwie... Ich bin mit Otakle bin ich nicht so ganz... Ich weiß nicht, das ist komisch. Itche. Hieche. Oh, Hit. Hitze. Hitze. Ai. Mich interessiert es aber trotzdem, ob ich den Charakter gekannt hätte. So, deswegen will ich es eigentlich schon weitermachen. Bicke. Nee, K ist raus. Schade. Auf mir fällt spontan halt kein Name ein, den ich kennen würde aus irgendeinem Anime, der so heißt. Okay, machen wir mal Mi. Es gibt's Mitte als Charaktername? Mitze, Miste, Minne. Ach komm, das sind alles Namen, wo ich denke, die können es geben. Mieke. Mann. Miuje. Warum nicht? Milpe. Mann. Müble. Milbe. Mible. Ach Mann, gibt's nicht irgendwas davon? Oh. Womit kannst du noch starten? Y, I, J. Das ist komisch. Li.
Ich hab keine Ahnung, womit es starten könnte. Sinne, es könnte alle möglichen Namen geben, aber die gibt's nicht. Scheiße. Sie. Sinte. Sinne. Sinpe. Sinje. Es könnte alles geben, aber es gibt's nicht. Sine. Könnte es auch geben. Wir machen mal anders. Wir raten mal weitere Buchstaben. Mit irgendwelchen passenden Namen. Also wir können zum Beispiel mal das C und das N ausschließen, indem wir mal Conan einfach raten. So, jetzt haben wir ein N und ein A nämlich gewonnen. Okay, interessant. Dann haben wir vielleicht Nie. Niate. Niage. Niape. Niale. Niame. Niabe. Niage. Niahe. Niae. Niaue. Niaje. Niave. Niave. Niade. Niase. Niakse. Niase. Okay. Kein N am Anfang, würde ich mal sagen, spontan. Außer das. Ja, nee, doch. Weil das A darf ja nicht an der Stelle sein. Also, So, wenn A am Anfang ist. Eins von beiden muss ja am Anfang sein. Nee, kann's, muss nicht. Es könnte auch Iane sein. Oh, Liane. Das ist ein Name, den es gibt. Es ist ja. Okay. Diane. Sind wir bei. Si wir sind bei. Hier, Sins. 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 Hier, genau. Seven Deadly Sins. Diane. Hätte ich sogar gekannt, den Charakter. Und wir sind wieder bei 5 Versuchen. Es ist ja nicht zu fassen. Es wird nicht besser. Gut, danke fürs Zuschauen. Das war wieder lang genug. Hilfe und tschüss.